herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Tutorial, und zwar eine extrem langsame Clock mit dem Scoreboard. Als allererstes tut ihr mit slash Scoreboard Objectives at Zeit Dummy Zeit hinzufügen, also das Scoreboard namens Zeit mit dem Ding Dummy hinzufügen. So, das habe ich jetzt mal eben gemacht. Und dann setzt ihr den, wenn ihr wollt, hier in die Sidebar. Das mache ich mal eben zum Demonstrieren. Müsst ihr natürlich nicht machen. Die Befehle sind auch nochmal in der Videobeschreibung. So, als zweites tut ihr hier euch ein kleines Loch hin machen, was 4 lang ist. Die 2 breit müsst nicht, aber ein breit braucht ihr wenigstens. So, dann tut ihr hier vorne einen Redstone-Block hin. Hier einen Kooperator hin. Hier einen Redstone, hier einen Redstone. Hier einen Command-Block. Hier ein Redstone, hier ein Redstone und hier einen voll ausgefahrenen Repeater. Dann tut ihr vornehin noch einen Command-Block, hier zwei aufeinander und davor einen Kooperator und holt euch mal eben die Befehle. Die ziehe ich mir mal eben. Welcher war es denn? Das war der. Der kommt hier rein, der tut nämlich immer, wenn das letzte Signal hier ankommt, dem Scoreboard Spieler Sekunde im Scoreboard Zeit einen hinzufügen. So. In den zweiten kommt dann dieser Befehl. Der testet, ob der Spieler Sekunde im Scoreboard Zeit schon 300 hat. Das steht dann für 3 Minuten, da eine Minute 100 Ticks sind. Weil hier wird in Ticks gezählt. Und ja. Wofür die 1000 steht, keine Ahnung. Aber so, Facebook wollte ich jetzt nicht öffnen. Das wollte ich öffnen. So. Auf jeden Fall in dem letzten hier kommt dann dieser Befehl. Der settet, also setzt dem Scoreboard-Spieler Sekunden im Scoreboard-Zeit wieder auf 0. Damit das halt nicht doppelt ankommt. Und jetzt nerven die langsam. So, und dann können wir hier oben unser Befehl ausführen, den wir haben wollen. Jetzt sage ich einfach slash say hi. So, dann mache ich mal eben die Game Rule rein. Command Block Output False. Damit wir hier halt nicht so zugespammt werden. Und machen jetzt hier die Fackel noch einmal an. So, und wie man jetzt hier am Scoreboard schon sehen kann, kommt jede Sekunde eins hinzu. Das kann man natürlich noch ein bisschen ändern, dass Sekunden halt groß geschrieben wird und so. Aber ja. Und jetzt mache ich das mal ein bisschen schneller mit Scoreboard Objectives. Ne, Players. Entschuldigung. Players. Ich bin gerade leicht verpeilt. Set. Dann im Spielername, in dem Fall Sekunden. Den auf 280. Okay, ich habe was vergessen. Ich sollte hier auch schon das Ziel hinschreiben. Das wäre Zeit. So, und jetzt haben wir hier schon mal recht weit. Und jetzt guckt mal, wann 300 da ist. Und dann guckt in den Chat. So. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. So, dann steht hier Hi. Und der resettet sich wieder. Und so kann man eine ganz richtig langsamere Clock machen. Das könnte man halt für Stunden machen, für Tage, halt für Server zum Beispiel. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Tutorial wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.